ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass es euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt noch gerne Kommentare, ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder eine Map, eine Jump'n'Run Map, Deathrun Map, wie man sie auch immer nennen mag. Und ihr seht, ich bin schon im Ladescreen. 75 Level Easy Deathrun. Und wir werden gleich mal reinschauen, wie diese Map ist. Map-Code gibt es wie immer in der Videobeschreibung. Und ja, geht's direkt los? Wir gucken. Nö, wir starten die Map. Und dann lege ich mal auch schon los. Süßchen Creator. Was? Stealth. ZZ? Steals. Steals, keine Ahnung, wie das sich ausspricht. Ist auch gerade egal. Wir legen los. Es gibt auf dieser Map keine XP. Okay. Kann man sprinten, ne? Ja, man kann sprinten. Sehr schön. So. Jetzt ist er noch recht easy. Ich hab's kommen sehen. Ich wusste, dass da eine Falle ist. Ich wollte es euch nur zeigen. Ne? Oh nein. Ho. Gemeistert. Ui, das war knapp. Na komm, wir nehmen es mal mit. Bounce. Bounce. Ja, da ist eine Falle. Und hier auch. Ich wusste das. 25 Level Complete Work oder Continuum. Yo, mach mal. Hallo? Ui, da muss man schnell sein. Alles klar. Hab's hinbekommen. So. Wo ist denn das? Ah. Schau an. Oh nein. Hab's geschafft. Okay. Oh, wenigstens nichts von oben dabei. Oh nö. Diese Fallen von oben mag ich halt überhaupt nicht. Da weiß man nie, was denen im Kopf vorgeht. Nein, ich schaff's. Ja, ich hab's geschafft. Haha. Nein, nein, ich hätte es fast geschafft. Warte mal. Kann man das nicht ein bisschen... Hehe. Trickst mal halt ein bisschen rum. Okay, oben geht's nicht lang.
Das war mies. Alter, die war echt mies. Ich wusste, dass da ein Fall ist. Ich hab's noch gesehen. Das Einschätzen ist aber immer ein bisschen so. Ja. Ja. Okay, das war falsch. Dann gehen wir da lang. Das war auch falsch. Gehen wir durch die goldene Mitte. Und rechts. Und links. Woher wusste ich das? Okay. Haben wir ja schon über die Hälfte durch hier. Hallo. Jetzt. Hehe. Was? Ich hab's geschafft. Uiuiuiuiuiui. Nein. Wie soll ich denn das machen? Okay, wir versuchen erstmal nur noch 15 Trick. Geht nicht, okay. Nein. Hä? Ja, das geht auch nicht. Aber hey, wie soll ich denn das machen? Jetzt mal ohne Mist. Hä? Wie? Machen wir es so. Nein, zu weit! Oh nein, ich muss den Quark nochmal machen. Nee, hä? Ich habe das gar nicht ausgelöst. Nee, warte mal, das hinten habe ich nicht ausgelöst. Jetzt haben wir es ausgelöst. So. Schade, dass es hier kein XP gibt. Aber gut, es soll ja auch nicht auf jeder Map XP geben. Was? Hä? Wie soll ich das jetzt schaffen, bitteschön? Nein, am Ende! Okay, Moment. Sprinten? Ja, das wird nix. Irgendwie war mir das klar, dass das nix wird. Nein, zu langsam. Hä? Ich stand nicht mehr drauf. Nein, ich stand nicht mehr drauf.
Oh ja, das mag ich ja. Ach komm. Kann man das hier austricksen? Nein, kann man nicht austricksen. Scheiße. Okay, also Mitte, rechts, links, bla bla bla. Nein, ich bleib immer an der Kante hängen. Ja, geschafft. So, jetzt wird's wieder einfach. Irgendwoher wusste ich das. Jo, wir haben die 75 Level completed. Schöne, interessante und einfache Map vor allem. Was ist denn das? Cool. Mapcode gibt's in der Videobeschreibung, habe ich ja schon am Anfang gesagt. Und ja, wenn es euch die Map gefallen hat, könnt ihr sie gerne auch spielen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Resttag und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt gespannt, genießt den Tag und bye bye.